Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Physik und heute schauen wir uns an, was Druck ist und vor allen Dingen, wie man das Ganze auch berechnet. So, fangen wir an mit den Basics. Als erstes brauchen wir natürlich ein Formelzeichen. Und das Formelzeichen für Druck, das ist das kleine p. So, dann brauchen wir eine Einheit. Druck wird gemessen in PA. Und das ist die Abkürzung für Pascal. Und manchmal auch in Bar. Kommen wir auch noch zu. Okay, was müssen wir noch wissen? Pascal, das war ein französischer Mathematiker und Physiker. Und der lebte von 1623 bis 1662. Okay. So viel zur Seite 1, steigen wir ein bisschen tiefer ein. So, als nächstes brauchen wir eine Definition. Also, Definition. Gut, also man kann sagen, Druck beschreibt die Wirkung von einer Kraft auf eine bestimmte Fläche. Okay, hört sich total kompliziert an. Wir können es noch ein bisschen einfacher machen. Wir können sagen, Druck ist gleich Kraft pro Fläche. So, viele von euch werden sich das total schwer vorstellen können. Im Vorfeld habe ich überlegt, wie ich euch den Begriff Druck am besten mit einem Experiment erklären kann. Ja, und da habe ich mir gedacht, schnappe ich mir eine Kiste, mache ich Sand rein, frisch vom Spielplatz, ich bringe es auch wieder zurück, versprochen, und ein Stück Holz. So, und jetzt lege ich das Stück Holz auf den Sand. So, und jetzt wird das Stück Holz Druck auf den Sand ausüben. Alles klar, schauen wir mal. Nichts passiert. Gut, also üben wir mehr Druck aus. Ich habe mir was vorbereitet. 5 Kilogramm stelle ich jetzt drauf. So, und es wird etwas passieren. So, ich lasse los. Und ihr ahnt es. Klar, es gibt einen Abdruck. Das heißt also, ich habe jetzt Druck ausgeübt und das sehen wir hier. Und nun werden wir nochmal Druck ausüben, aber dieses Mal werden wir die Fläche verkleinern. Hier haben wir noch diese Fläche, jetzt nehmen wir diese hier. Hochkant, ich hoffe, ihr seht gut. Und jetzt wieder die 5 Kilo drauf. So, und jetzt loslassen kann ich diesmal nicht. Ich versuche es, okay. Ich nehme es wieder hoch, aber ich glaube, uns allen ist klar, was passiert ist. Ihr seht es hoffentlich, das Stück Holz ist viel, viel tiefer in den Sand gedrückt worden. So, und wenn es das gleiche Stück Holz war und das gleiche Gewicht, tja, was ist dann der Unterschied? Der Unterschied ist also nicht die Gewichtskraft, nicht das Stück Holz, aber sehr wohl die Fläche. Und genau darum geht es beim Druck und genau so ist auch die Formel aufgebaut. Und die schauen wir uns jetzt an. Also kommen wir jetzt zur Formel. Druck, abgekürzt mit klein p, ist also F, und ihr wisst, F steht immer für eine Kraft, nennen wir es mal die wirkende Kraft. Gerade eben waren das die 5 Kilogramm, also das Gewicht, und das Ganze geteilt durch Groß A. Und Groß A, das ist die Fläche. Oder genauer gesagt, Fläche auf die Kraft wirkt. Das haben wir ja gerade mit dem Abdruck gesehen. So, kurz gefasst also, P ist gleich F durch A. Druck ist gleich Kraft oder wirkende Kraft
durch Fläche oder Fläche, auf die die Kraft wirkt. Okay, die Maßeinheit ist ein PA, ein Pascal. Und damit wir uns das Ganze besser vorstellen können, habe ich hier mal eine Fläche gezeichnet. Sagen wir mal, es soll ein Quadratmeter darstellen und hier ein Pfeil, und dann wisst ihr immer, Kraft, und dann nennen wir das F, die Kraft hat oder entspricht 1 Newton. So, und deswegen können wir auch sagen, ein Pascal entspricht 1 Newton durch oder auf den Quadratmeter. Und jetzt erkennt ihr es wieder, Druck ist gleich Kraft und Fläche oder Kraft durch Fläche. So, dann brauchen wir ein paar Maßeinheiten. 1000 Pascal entsprechen einem Kilo Pascal, klar. Und was haben wir noch? Eine Million Pascal entspricht einem Megapascal. Alles klar. Dann gibt es noch eine Besonderheit, hatten wir am Anfang. Es gibt noch ein Bar. Und ein Bar entspricht 100.000 Pascal. Und das wiederum entspricht 100 Kilopascal. Und diese Umrechnerei zwischen Bar und Pascal, das macht die Textaufgaben manchmal ganz schön schwierig, aber das schauen wir uns am Ende vom Video in den Beispielen an. Bevor wir aber rechnen, möchte ich noch mal eben zwei Dinge machen. Damit kann man immer relativ gut überprüfen, ob man es verstanden hat. So, der Druck steigt. Komma, bam, 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 bam. So, A, wenn die einwirkende Kraft größer wird. Stellen wir uns wieder unsere Sandkiste vor, dann ist uns doch allen klar, dass wenn wir statt eines 5-Kilo-Gewichts, wie gerade eben, ein 10-Kilo-Gewicht nehmen, dann steigt der Druck. Man könnte auch einfach sagen, dann wird dieses Stück Holz eben tiefer in den Sand gedrückt. Okay, klar. Aber der Druck steigt eben auch, wenn die Fläche, auf die die Kraft wirkt, kleiner wird. Für das zweite Beispiel ist ein wunderschönes Beispiel, den Finger in den Sand zu drücken. Versucht man, einen Finger in den Sand zu drücken, ist das relativ einfach. Mit der Faust gelingt das nicht. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Fingerspitze eine viel kleinere Fläche hat als zum Beispiel die ganze Faust. Okay, so, wenn wir das verstanden haben, dann geht's ans Rechnen. So, wir fangen ganz einfach an, zum Warmwerden. Beispiel 1. So, wir, P, Druck, F und A. Wir schreiben immer auf, was haben wir, was suchen wir. Und in der ersten Aufgabe ist der Druck gesucht. Wir wissen aber, wir haben eine Kraft, und zwar 50 Newton. Und wir haben eine Fläche von 2 Quadratmetern. Okay, alles klar. Nun brauchen wir unsere Formel. Und die Formel lautet, P ist gleich F durch A. Alles klar? Also müssen wir nur einsetzen. P ist gleich F, also 50 Newton. Geteilt durch 2 Quadratmeter. 50 durch 2 sind 25 und die Maßeinheit Newton durch Quadratmeter. Und wir haben ja gerade gelernt, Newton durch Quadratmeter sind Pascal, also 25 Pascal. Okay, so, das war die erste Aufgabe und so wäre das ja auch ganz, ganz einfach. Leider muss man sagen,
ist das Problem gar nicht die Formel an sich, sondern das Umrechnen der Maßeinheiten. Machen wir ein zweites Beispiel. Dieses Mal ist P gegeben und P sind 30 Pascal. Wir haben F und F sind 300 Newton. Das heißt, die Fläche A ist gesucht. Wir schreiben wieder die Formel auf. P ist gleich F durch A. Und da wir dieses Mal A suchen, müssen wir die Formel umstellen. Das heißt, wir rechnen als erstes mal A. Dann steht da P mal A gleich F. Dann muss P noch rüber, also geteilt durch P. Und dann steht da A gleich F durch P. Gut, dann setzen wir ein. A ist gleich F durch P. F sind 300 Newton geteilt durch P. P durch 30 Pascal. Das heißt also, wir können eine 0 wegkürzen und dann steht da 30 durch 3 und das sind 10. Okay, und jetzt noch die Fläche, also A, also 10 Quadratmeter. Und schon sind wir wieder fertig. Gut, das waren jetzt zwei ganz einfache Beispiele. Jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Dieses Mal haben wir P gegeben und klein p sind 1,5 bar. Und ihr seht schon, was ist denn das? Und A, die Fläche, sind 4 Quadratzentimeter. Und das machen Physiklehrer leider ganz gerne. Und jetzt wird es richtig knifflig, denn mit diesen Maßeinheiten können wir gar nicht rechnen. Also erstmal Formel aufschreiben. So, wir haben P gegeben, wir haben A gegeben. Was fehlt uns also? F. F ist gesucht. Okay, alles klar. Also schreiben wir erstmal die Grundformel auf. P ist gleich F durch A. Da wir aber F suchen, können wir es jetzt einfach mal abkürzen. F ist gleich P mal A. Ne? Formel einfach umgestellt. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch einsetzen. Das Problem an der Sache ist, wir brauchen dafür aber die Maßeinheiten Pascal und Quadratmeter. Das heißt, wir müssen erst Bar und Quadratzentimeter umwandeln. Quadratzentimeter in Meter sind 0,0004 Quadratmeter. Und Bar, das waren ja 100.000, sind also 150.000 Pascal. Wer also von euch Probleme hat, die Maßeinheiten zu wechseln, ich habe dazu auch Videos. Ne? Könnt ihr euch dann nochmal angucken. Ich blende sie auch mit ein. So, und jetzt ist es nämlich dann wieder nur noch einsetzen. Also F ist gleich P mal A und P sind jetzt 150.000 Pascal mal 0,0004 Quadratmeter. Jetzt stimmen die Maßeinheiten. Und wenn ich das Ganze in den Taschenrechner eingebe, 150.000 mal 0,0004, dann kommt da 60 raus. Also 60 Newton, weil ist halt so. Und dann sind wir fertig. Okay, machen wir noch ein letztes Beispiel. Beispiel 4. Dieses Mal haben wir P, der Druck sind 4 bar und die Fläche A sind 1 Quadratzentimeter. Okay, und F ist wieder gesucht. Heißt also, erstmal die Formel aufschreiben. P ist gleich F durch A. Und wenn wir die Formel umstellen, dann ist F gleich P mal A. Okay, gut.
Jetzt haben wir wieder das Problem, dass hier wieder der Druck in Bar angegeben ist und wir brauchen Pascal und hier in Zentimetern und wir brauchen Metern. Also wandeln wir das Ganze um. Bar, hatten wir gerade gesagt, zu Pascal ist 100.000, also 400.000 Pascal. Und Quadratzentimeter in Quadratmeter sind 0,0001 Quadratmeter. Okay, und jetzt brauchen wir nur einsetzen. Also P 400.000 Pascal mal 0,0001 Quadratmeter. Da können wir also fleißig Nullen rauskürzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier mal 1 und hier. Und das ergibt 40. 40 Newton. Und schon haben wir das auch wieder fertig. So, jetzt habt ihr ein paar Beispiele gesehen und ich hoffe, dass ihr jetzt eine Vorstellung von dem Begriff Druck habt. Und das, was ich euch jetzt hier vorgerechnet habe, das könnte auch genauso in einer Physikarbeit rankommen. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.